Hallo meine Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt zum Video für die Energien des Neumondes im Löwen am 1.8.2019 um 5.12 Uhr in der Früh. Ja, und dieser Neumond, der kommt tief durchatmend gleich mal mit einer richtig guten Nachricht. Der rückläufige Merkur ist mal wieder überstanden. Gott sei Dank. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Also für mich waren die letzten 3 Wochen kernig. Der Anfang ging noch, die erste Woche schleppelte sich so lala dahin, aber die zweite Woche, gerade so die mittlere Zeit, in die dritte Woche hinein, also da war bei mir ein Drama. Nee. Das sind immer so Sachen, die braucht kein Mensch, also ich nicht. Ich habe es lieber leicht und fluffig und ja, der rückläufige Merkur hat einfach Spaß daran, immer mal wieder Hürden und Stolpersteine einzubauen, so in den normalen Alltag, und schreckt auch nicht zurück vor jeder Menge Datenstau, Missverständnissen, Kommunikationsproblemen. Ja, all diese Dinge, die auch gerade Menschen, die sich im Seelenpaarprozess befinden, ganz besonders gern haben. Ja, Ironie off. Ja, und am 1.8. jetzt ist vorbei. Jetzt läuft der Merkur wieder in die richtige Richtung. Also den 1.8. rum ist er noch stationär auf dem Grad, zu dem er zurückgelaufen ist, im Zeichen Krebs. Und dreht dann wieder und nimmt jetzt seine rechtmäßige Bahn wieder auf, geradeaus. Ja, und an diesem Tag haben wir den Neumond im Zeichen Löwe. Ja, und aber bevor ich jetzt anfange zu reden, eine Kleinigkeit, weil mir ist gesagt worden, beziehungsweise ich habe ein paar Kommentare bekommen, positive und auch Anregungen, und einige fanden es schade, dass sie das Horoskop nicht sehen können, über das ich spreche. Viele gucken doch ganz gerne so ein bisschen detailgetreu hinein. Und deswegen, meine Lieben, ich mache alles möglich. Deswegen wechseln wir jetzt direkt zum Horoskop in meinem Laptop. Ja, meine Lieben, it's magic. Hier sind wir jetzt in dem Horoskop von dem Neumond im Löwen am 1.8.2019 um 5.12 Uhr in der Früh. Ja, und wenn wir uns das Horoskop anschauen, also die Häuserverteilungen, für mich sind die Häuserverteilungen immer sehr wichtig, weil sie anzeigen, in welcher Art von Qualität sich die Energie zeigt. Die Energie an sich ist eben, wie sie ist, also der Neumond im Löwen, der ist auf der ganzen Erde Neumond in Löwe, aber auf welche Art und Weise diese Energie zum Tragen kommt, auf welcher Bühne, könnte man sagen, wo wird das sichtbar, das zeigen eben die Häuser. Und die Häuser sind allerdings ortsabhängig, und die Achsen, also Aszendent, Deszendent, Medium Coeli, Immum Coeli, sind ortsabhängig. Und deswegen gilt dieses Horoskop, so wie es aufgestellt ist, für Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Da verändern sich nämlich die Achsen nur geringfügig ein paar Grad. Wenn du dich jetzt ganz weit weg von Mitteleuropa befindest, also vielleicht in Amerika, in Australien, in Japan, ja, ganz woanders, auf Hawaii, Somalia, ja, dann fällt für dich der Neumond in ein anderes Haus, und natürlich findet er dann auch zu einer anderen Uhrzeit statt, natürlich je nach Weltzeit, ne? Das ist Europa, und wir haben den Aszendenten dieses Mondes auf 29 Grad im Zeichen Krebs. Ja, und 29 Grad im Zeichen Krebs ist ein ganz spannender Grad. Es ist nämlich der sogenannte Millionärsgrad. Also solltest du auf der Jagd nach der Million sein, könnte dieser Neumond für dich vielleicht interessant sein. Aber das nur am Rande, weil ich finde solche Features immer total spannend. Und ich finde immer, sie lohnen sich für Experimente. Zum Beispiel, vielleicht hat dir ja ein Astrologe gesagt, dass du gerade ein besonders gutes Gewinnhoroskop hast. Dann solltest du auf jeden Fall Lotto spielen.
Ja, aber nun mal zu dem Neumond. Den haben wir hier im ersten Haus im Zeichen Löwe. Und das erste Haus, das ist die Bühne deiner eigenen Persönlichkeit. Das bist du. Und der Löwe an sich ist das Zeichen, das Tierkreiszeichen des Mittelpunkts, der Bühne, des Zentrums, der sagt, ich bin das Zentrum der Existenz und alles andere findet um mich herum statt. Und deswegen dreht sich dieser Neumond um das Thema deiner Strahlkraft, deiner Ausstrahlung, deiner Präsenz, deines Auftretens. Wie gehst du hinein in diese Welt? Er ist ja auch im ersten Haus, also verhältnismäßig dicht am Aszendenten. Und der Aszendent hat ja auch das Grundthema, wie trete ich ein in diese Welt? Und darum geht es jetzt für dich, deinen Auftritt, dein Standing, deine Basis für dich in Anspruch zu nehmen. Löwe ist ein Zeichen, das in Anspruch nimmt, das diesen naturgegebenen Herzensstolz besitzt. Also hier geht es nicht um diesen Ego-Stolz, diesen, oh, ich bin was Besseres, wobei das wäre das ungelöste Löwe-Thema. Also alle Zeichen können auch ein dunkles Thema haben. Und das ungelöste Löwe-Thema wäre die absolute Arroganz. Aber hier geht es, die Venus steht dabei und Neumond ist immer die Konjunktion Mond, Sonne, männlich, weiblich verschmelzen sich und so weiter und so fort. Hier geht es um deinen Herzensauftritt, darum, dass du eine Präsenz hast, die ausstrahlt geöffnetes Herz. Das kennst du vielleicht. Vielleicht ist dir so ein Mensch schon begegnet, der ist fast allen schon mal begegnet, so ein Mensch, der sein Herz offen hat, der strahlt, der innerlich wärmt nach außen. Und wie schön das war, einem so integeren Menschen zu begegnen und in dessen Energiefeld zu sein. Und es geht jetzt für dich darum, selbst so ein Energiefeld zu haben, selbst die integere Wärme von innen nach außen zu strahlen und dazu natürlich Punkt 1, sie erst einmal in dir zu finden und zu erwecken. Es geht hier wirklich hauptsächlich um dich. Das erste Haus hat auch so die Botschaft, dass es um dich geht. Also ganz unabhängig davon, was jetzt gerade die Menschen in deiner Umgebung tun, was dein Seelchen tut, was dein Arbeitgeber tut, was deine Kollegen tun, was deine Nachbarn tun, was deine Mutter tut, was deine Geschwister tun oder, wer auch immer, deine Freunde, spielt keine Rolle. Es geht um dich. Und wenn dich etwas stört oder quält oder piekt oder nagt, was ein anderer tut, dann prüfe den Grund dafür. Was wird dann in dir angesprochen, was Heilung sucht? Denn ich weiß gar nicht, ob ich von diesen Anteilen, hatte ich glaube ich schon mal gesprochen, die inneren Anteile, die äußeren Menschen, die dir begegnen, jeder einzelne davon, das ist crazy, aber das ist ein ganz tiefer Schlüssel. Jeder Mensch, der dir im Außen begegnet, ist ein manifestierter Anteil deiner Seele, der sich im Fleische sichtbar macht oder auch ein manifestierter Anteil deiner Psyche, der sich im Außen sichtbar macht. Kein äußerer Mensch ohne innerer psychischer Anteil, der dem eins zu eins entspricht. Und es geht nicht um die äußere Manifestation. Es geht um deinen inneren Anteil, der diese Schöpfung kreiert hat. Also geht es wieder um dich. In jeglicher Hinsicht. Und das möchte dieser Neumond vermitteln. Mit der Botschaft, dass es darum geht, auf die Bühne zu treten. Ja, genau darum geht es. Dass du die Hauptrolle
deiner Inkarnation spielst, weil es nun mal so ist. Du hast dich noch nie in einem Zimmer befunden, in dem du nicht anwesend warst. Du kannst nie ohne dich in einen Raum gehen. Du verbringst Tag und Nacht mit dir. Immer. Und egal, was geschieht auf dieser Welt, was dir geschieht, gibt es immer nur ein kleinstes gemeinsames Vielfaches bei allem, was dir geschieht. Du bist immer mit am Tatort. Und deswegen ist der Dreh- und Angelpunkt dein Zustand, dein Inneres und somit auch Äußeres, Sein, Erscheinen, Auftreten und so weiter und so fort. Als ich vorgestern war es, glaube ich, also es war am letzten Sonntag, als ich am letzten Sonntag durch den 8 Kilometer langen Rennsteigtunnel gefahren bin, da hatte ich so einen kurzen aufblitzenden Erkenntnismoment. So Erkenntnismomente hat man immer mal wieder, ne? Kennst du vielleicht auch. Man hört immer mal wieder Floskeln da draußen, so esoterische Floskeln, Wahrheiten, die ja auch Wahrheiten sind. Die bringen aber immer nur bedingt am Rande was, weil sie nicht gesagt sind. Man weiß es, aber man lebt es nicht irgendwie oder erlebt es auch nicht, ne? Und in dem Moment habe ich so eine Weisheit tatsächlich als wahr erfahren, erlebt und gewusst, ui, tatsächlich, das ist es, das ist alles, Mensch. Weil bei mir ist es so, ich habe in den letzten Jahren an Panikattacken gelitten. Die habe ich jetzt nicht mehr, die habe ich größtenteils erlöst. Manchmal bin ich mir aber noch etwas unsicher. Und wenn ich in einem Auto durch einen 8 Kilometer langen Tunnel fahren muss, dann ist das für mich nicht immer unbedingt leicht. Und mir ging es an dem Tag sowieso nicht so gut. Mich bedrückte eine Kleinigkeit und das ist immer doof. Und ich sackte in mich rein und nahm einfach nur wahr und merkte, es wird leichter, weil sich mein Gemütszustand veränderte. Und da schoss mir ein Satz durch den Kopf. Eine so eine Weisheit, die für mich in dem Moment gesagt war. Lebensglück ist eine Frage des Mentalzustandes. Haben wir schon so oft gehört, gelesen, überall steht das, jeder schreibt das. Alle, die sich so als erleuchtet bezeichnen, ja, du musst einfach positiv denken und gut drauf sein und das Schlechte einfach mal nicht so viel Raum geben und so weiter und so fort. Das ist es aber nicht unbedingt. Aber der Kern davon ist wahr. Lebensglück ist eine Frage des Mentalzustandes. Welchen Mentalzustand hast du? Und da geht es nicht darum, den irgendwie zu verurteilen oder wegschieben zu wollen oder verändern zu wollen und so weiter und so fort. Wobei auf einer gewissen Ebene schon, nur eben nicht mit dieser Wegschneidemoral, ne? So, das ist gut und das ist doof. Es geht jetzt einfach nur um die ganz wertfreie Frage, welchen Mentalzustand hast du? Und du kannst dich so schlecht, so traurig, so niedergeschlagen oder so leicht, so fröhlich, so glücklich fühlen, wie du willst. Interessant ist es einfach mal wirklich ganz wertfrei auf deinen Mentalzustand zu schauen und zu gucken, wie ist der? Und so wie dein Mentalzustand ist, so fühlst du dich. So ist dein Lebensglück. Und je nachdem, welche Haltung du einnehmen kannst zu einer Situation, welche Einstellung du in deinem Inneren lebst, zu dir, zu der Welt, zu den Menschen um dich herum, so in dem Maße kannst du Glück leben. Es spielt nämlich tatsächlich in Wahrheit echt keine Rolle, was im Außen passiert. Es spielt nur eine Rolle, was dein Mentalzustand macht damit. Da ist das Glück versteckt, im Mentalzustand. Und der Mentalzustand, der sorgt dann ja wieder für die entsprechenden Gefühle, durch die dann Glück oder Unglück spürbar wird.
Ne? Und das heißt nicht, dass wir uns jetzt im Unglück hinsetzen können, ach, ich drehe jetzt mal meine Gedanken um und bin jetzt mal eben nicht mehr unglücklich. Wenn das so einfach wäre, würden wir das alle machen und dann wäre rum. Ne? Dann bräuchten wir keine Weisheiten mehr, keine schlauen Bücher mehr lesen, keine Übungen mehr machen, dann wären wir alle durch und dann wäre es schön. So einfach ist es nur eben leider für die wenigsten. Ne? Für mich auch nicht, ja. Da kommen die Trigger. Und dann sind wir in einem miserablen Mentalzustand und der sitzt und der beißt sich fest und der lässt die Welt richtig traurig aussehen. Ne? Worum es mir jetzt geht, ist diese Erkenntnis, dass es nicht der Umstand ist, sondern der dazugehörige Mentalzustand zum Umstand. Hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn das, was dir in deinem Leben besonders wichtig ist, läuft, ja, weiß nicht, deine Liebe, deine Familie, das Glück deiner Kinder, was auch immer dir so ganz besonders am Herzen liegt. Wenn das läuft, wenn du auf so einer glücklichen Welle bist, dann wuppen sich manche Herausforderungen so leicht, als wären es gar keine. Wenn aber diese Dinge, die dir besonders am Herzen liegen, gerade im Argen sind und dann noch Herausforderungen dazukommen, dann können dieselben Herausforderungen, die vorher total leicht seien, auf einmal unerträglich schwer sein. Es ist dieselbe Situation auf denselben Menschen getroffen, aber dieser Mensch befindet sich in einem anderen Zustand und kann deswegen nicht so reagieren auf die Situation. Und das ist der Mentalzustand. Das Lebensglück ist eine Frage des Mentalzustandes. Fand ich genial. Da steckt ganz viel drin und der Weg dahin und wie man damit umgeht, was man damit macht und so weiter und so fort. Das baut sich quasi alles dann da drum herum. Natürlich kann man das Glück des Lebens nicht auf eine einzelne Floskel eindampfen. Da gehört wesentlich mehr drum herum. Es ist nur die Quintessenz benannt. Im Endeffekt, ja. Die sagen möchte, es geht um dich. Es geht um dich. Bist du in einem kraftvoll guten Zustand? Lebt sich das Leben leicht, unabhängig davon, was dir begegnet. Bist du in einem desolaten Zustand, lebt sich das Leben schwer, unabhängig davon, was dir begegnet. Und auch das ist die Botschaft eben dieses Mondes. Da geht es ganz viel um dein Strahlen. Venus in Löwe, das ist die totale Strahlkraft. Das ist die Schönheit auf der Weltenbühne hier, ja? Und dazu die Energie des Neumondes. Neumond bedeutet neue Impulse setzen. Ein neuer Impuls wird geboren. Das heißt, achte jetzt mal in der Neumondzeit auf deine Impulse in dir drin. Auf das, was sich dir zeigen möchte zum Thema deine Bühne. Wie füllst du deine Bühne aus? Welche Requisiten stehen da drum herum? Welche weiteren Mitspieler hast du auf deinem Stück, in deinem Stück, die nur für dich da sind, die nur da sind, um dein Stück aufzuführen? Das, in dem du auch Regisseur und Drehbuchschreiber bist. Die Welt da draußen ist dein Theater. Das ist die Botschaft für diesen Neumond. Und ja, es geht jetzt auch darum, so ein bisschen zuzugreifen, auch dein Glück so ein bisschen oder ein bisschen mehr zu ergreifen. Ja, schon allein, wenn wir auch schauen, dass dieser Mond ja ein Trigon bildet hier zu dem MC im Zeichen Widder auf dem Chiron. Ja, und der Chiron, der steht für eine Wunde, die dir Heilkraft schenkt, denn nur die Verletzungen, die du selbst erfahren hast, kannst du wirklich lernen zu heilen. Dafür kannst du Zaubertränke erschaffen, die heilen. Und Chiron in Widder möchte, dass du deinen Krieger, deine Ich-Durchsetzung heilst. Wir lernen von Kindesbeinen an, dass wir uns zurücknehmen müssen.
dass die anderen zuerst kommen, dass wir weniger wert sind als der andere. Das ist so diese Grundmessage. Es geht gar nicht darum, andere nicht mehr vorzulassen oder für andere was zu tun. Im Gegenteil, das ist ja sehr gut. Das ist nur vom falschen Ansatz angegangen worden, indem das Wertmaßstäbe gesetzt wurden, dass es immer hieß, die anderen sind mehr wert wie du. Und darum darf es nicht gehen. Die anderen sind exakt genauso viel wie du. Kein Müh mehr, kein Müh weniger. Und wer jetzt als erstes drankommt, ist im Endeffekt eine Frage, der Einschätzung, was denn am sinnvollsten ist in der Situation. Und nicht eine Frage des eitlen Egos. Ich tue mal, als wäre ich super bescheiden und nehme mich mal total zurück. Oder, ach, ich bin ja sowieso nichts wert, lass mal die anderen. Oder, ach, ich habe mein Leben lang nichts gekriegt, jetzt gebe ich nichts mehr. Jetzt will ich alles für mich alleine haben. Das eben auch nicht, ne? Es geht wirklich um etwas, hier wirklich auch mit gesundem Menschenverstand zu erwählen, wer ist wann dran? Was ist sinnvoll? Was bringt allen Beteiligten das höchste Beste? Das ist die letztendliche Frage und keine Ego-Eitelkeiten, wer ist mehr wert als der andere? Das sind nämlich die Dinge, die uns in den Abgrund treiben, diese permanenten Bewertungen von ich bin so viel und du bist so viel. Das ist das ganze Problem, dass wir uns nicht erwachsen verhalten können. Dass wir immer kleine Kinder sind, die gucken, was ist meins und was ist deins. Und uns dann immer um die Lollis zanken, ja, und die Spielsachen und weiß ich nicht was alles. Ja, wir zanken uns. Ja, aufgrund von Mangelzuständen, die wir durch diese Ego-Eitelkeiten selbst kreieren. Und darum geht es in dieser Chiron-Heilung. Natürlich darfst du vorangehen und dein Ich durchsetzen. Reif, erwachsen, vernünftig, sinnvoll für alle. Gar keine Frage. Das haben wir aber verlernt. Wir denken immer, wir dürfen das nicht. Klar dürfen wir das. Wir dürfen das im Hinblick sinnvoll fürs große Ganze. Wir dürfen wieder lernen, den Blick für das Ganze zu bekommen und nicht immer nur so einen Teilbereich zu sehen, sondern so ein bisschen einen größeren Überblick zu bekommen dafür, wie die Dinge eigentlich zusammengesetzt sind und was unser Handeln eigentlich für weitreichende Konsequenzen hat. Ja, und das alles sind Impulse, die uns dieser Neumond jetzt auf die Erde bringen möchte. Mit dem Merkur, der wieder richtig rumläuft. Das bedeutet, dass unsere grauen Zellen, der Verstand, also die Impulse auch wieder etwas flüssiger umsetzen kann, als das vorher der Fall war. Ja, meine Lieben, so viel zu dem Horoskop. Ja, und damit bin ich nochmal wieder hier zu sehen. Und ja, hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse vermitteln für die Zeit, was jetzt gerade im Feld ist. Das ist ja immer so das Ziel meiner Videos. Ich möchte gerne darüber sprechen, was im Feld ist und welche Energie jetzt gerade zum Ausdruck kommen möchte. Durch dich. Ich liebe das Zitat von Silke Schäfer. Das sagte sie, glaube ich, letztes Jahr im November. Lasse die Impulse durch dich fließen und sichtbar werden, die durch dich auf diese Erde kommen möchten. Und das kannst du umso besser, umso mehr du dir darüber bewusst bist, welche Konstellationen denn gerade auch energetisch vorhanden sind. Und spür auch in dich rein, welcher Impuls ist für dich gerade besonders stark spürbar. Es geht jetzt um die Herzenskraft. Löwe ist das Herz. Ich sagte ja, der Mittelpunkt, ne? Das Zentrum in dir. Ja, und wenn du Begleitung möchtest, zum Beispiel in deinem Seelenpaarprozess, dann kannst du gerne ein Beratungsgespräch bei mir buchen. Nach den Sommerferien bin ich wieder für telefonische Gespräche verfügbar. Das kannst du gerne alles auf meiner Seite nachschauen. Das ist alles unter dem Video verlinkt im Text. Ja, und
oder wenn du ein Horoskop möchtest, du hast ja jetzt gesehen, wie ich das technisch mache. So mache ich auch meine Horoskopanalysen für dich, wenn du das möchtest. Ich habe viele Jahre lang keine Horoskopsanalysen angeboten, weil ein Horoskop schriftlich zu deuten, ist eine wahnsinnig aufwendige Sache, die richtig, richtig, richtig viel Zeit kostet. Und das dann dementsprechend mit einem Preis zu versehen, der dem gerecht wird, das funktioniert da einfach nicht. Und ich bin jemand, ich muss das immer ganz individuell machen. Also die meisten Astrologen, die dir ein schriftliches Horoskop verkaufen, die nutzen fertige Textbausteine, die immer wieder in die Horoskope gesetzt werden, je nach Aspekt. Aber ich bin jemand, ich deute immer gerne komplett individuell. Und deswegen, du kannst so ein Horoskop bei mir als Video bekommen. Da siehst du dann dein Radix, so wie du eben das Radix des Mondes gesehen hast. Und dann spreche ich dazu. Und das ist nicht halb so aufwendig wie ein schriftlicher Text, aber doppelt so schön. Ja. Und was auch ganz besonders spannend ist, wenn du mal in deinem Horoskop schaust, wo denn auch dieser Mond wieder hinfällt. Beim letzten Mal hatten wir ja die Eklipsen, die Finsternisse. Und die habe ich euch ja auch gedeutet. Und wo die Eklipsen hingefallen sind, das ist ja so das Hauptthema des Mondkalenders fürs ganze Jahr. Aber im Endeffekt ist jede einzelne Lunation, also jeder Neumond und jeder Vollmond, wichtig fürs Horoskop, denn jeder Neumond und jeder Vollmond kann besondere Transite oder Progressionen bei dir auslösen. Also ich sage es mal bei mir, also dieser Neumond in Löwe, der löst zum Beispiel meinen sekundären Mond in Löwen aus, der gerade in Löwe steht. Es ist ein Progressionen sind lange, sehr langsame, sehr bedeutungsvolle Aspekte. Und wenn der sekundäre Mond im Löwen ausgelöst wird, dann bedeutet das eine wundervolle romantische Zeit voll Champagner und Kerzenlicht und so weiter und so fort. Und natürlich noch doppelt und dreifach so viel freudige Ausstrahlung. Und das kann ich nur bestätigen, ja. Und so ist das ganz besonders spannend zu schauen, wo fallen denn die Lunationen in euren Horoskopen hin? In welches Haus fallen die denn? Ich habe ja gerade von den Häusern gesprochen. Dieser Mond fällt ja für sich in Mitteleuropa ins erste Haus, aber dieser Mond fällt ja in deinem Horoskop auch nochmal in ein bestimmtes Haus und damit für dich in einen bestimmten Lebensbereich. Vielleicht weißt du ja selbst, in welchem Haus Löwe steht bei dir im Horoskop. Dann kannst du ungefähr sagen, wo der Mond steht. Der steht auf 8 Grad Löwe. Wenn du weißt, wo sich 8 Grad Löwe in deinem Horoskop befindet, dann weißt du auch, wo der Mond bei dir steht, ne? So einfach ist es im Endeffekt, ja. Aber ich deute dir das auch gerne, wenn du das magst. Genauso als Video, je nachdem. So wie ich auch die Eklipsen gedeutet habe, ne? Genau, weil das ist immer total spannend zu schauen, was machen denn die Lunationen eigentlich? Das ist so quasi das Monatsthema, Monat für Monat. Ja, könnte man auch so Monatshoroskop nennen, ja. Genau, und ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo ich mich freuen würde, wenn ich dich da begrüßen darf. Die ist für Menschen im Seelenpaarprozess oder eben Dualseelenprozess. Darunter können sich mehr Leute was vorstellen. Die Gruppe heißt Kreis der Seelenpaare. Und auch da freue ich mich, ja, wenn du dazukommst und uns bereichern magst und bei uns dabei sein magst. Genau. Ja, und damit entlasse ich euch nun in diesen wunderschönen Löwe. Neumond in den August hinein. Noch in eine wunderschöne Zeit des Sommers. Alles Liebe, alles Gute.